Verwehen von Nina Hurni. Er hatte den Tee extra für sie gekauft. Eisenkraut, ein hässlicher Name. Französisch klang er schöner. Verwehen. Es war ihre Lieblingssorte. Sie rührte ihre Tasse nicht an. Sie schwieg eisern wie Eisenkraut. Die Stille füllte den Raum aus bis in die hinterste Ecke. Er mochte keinen Tee. Er trank ihn trotzdem, verbrannte sich die Lippen. Man konnte nicht sprechen, wenn man Tee im Mund hatte. Man gewann Zeit. Er hat es sich nicht so vorgestellt. Er hatte sich vorgestellt, dass er sie hereinbeten würde und sie sich freuen würde, wieder hier zu sein. Dass sie endlich wieder miteinander reden könnten, dass die Wohnung endlich wieder einmal mit etwas Leben gefüllt würde. »Ich habe dich vermisst«, sagte er schließlich in die Stille der Wohnung hinaus, »vielleicht zum Tee, obwohl er den sicher nicht vermisst hatte.« »Es ist zu still. Es tut mir leid, okay? Können wir es nicht einfach ungeschehen machen, die Zeit zurückdrehen und...« Er brach ab. Er wusste selbst nicht, was ihm leid tun sollte, wusste nicht, was er falsch gemacht hatte. Sie schaute ihn nicht einmal an. Er war nicht da. Nein, sie war nicht da. Er sprach weiter. »Willst du es dir nicht wenigstens noch einmal überlegen? Denkst du nicht auch manchmal an diese Zeit zurück? Sie war so schön und...« Und dann... »Es ist zu still hier. Die Wohnung, sie ist tot. Ich habe zu spät gemerkt, dass sie stirbt. Vielleicht war sie schon lange krank. Man hätte sie noch heilen können.« Er redete Unsinn. Sie wusste es. »Ich würde mir Mühe geben, derjenige zu sein, den du suchst. Ich weiß zwar nicht genau, wer das ist, jedenfalls nicht ich, aber ich kann mich ändern, weißt du?« Und er dachte an dieses Gespräch. Eines dieser Gespräche, an dem man schon als absoluter Banause hätte feststellen können, dass das nicht gut kam, dass die Wohnung still werden würde und er einsam. Er hatte es nur nicht wahrhaben wollen. »Wer bist du selbst?« hatte sie gefragt. »Ich kenne dich nicht. Du gibst dir immer Mühe, derjenige zu sein, den dein Gegenüber erwartet. Du kannst nicht perfekt sein. Es geht nicht. Ich möchte gerne einen Menschen als Freund, keinen Eisenklotz, ein unperfekter, lebender Mensch mit Gefühlen. Ich werde versuchen, ein Mensch zu sein. Ich werde versuchen, zu leben«, sagte er. Sie schwieg noch immer. Es machte ihn wütend, dass sie noch immer schwieg. Er wusste, dass er es nicht konnte, der Mensch sein, den sie wollte. Und er wusste, dass sie es auch wusste. Und er schrie. »Dann geh doch, dann lass mich doch alleine, brich mir doch das Herz, du Eisenklotz, und trink endlich deinen hässlichen Tee.« Er war aufgestanden, er nahm ihre Tasse und warf sie ihm mitten in ihr eisernes Gesicht. Die Tasse zerplatzte an der Wand. Und er stand da, hörte, wie der Knall die Stille der gestorbenen Wohnung zerriss, sah, wie der Tee über die kahle, weiße Wand lief und dachte, dass das jetzt vielleicht die Tat eines lebenden Menschen war, die Tat eines unperfekten Menschen mit Gefühlen. Und er war beinahe zufrieden mit sich. Doch sie war weg, die Wohnung tot, die Tasse kaputt. Er setzte sich wieder an den leeren Tisch.
Er trank seinen bitteren Tee wie Medizin. Kalt war er, kalt wie sein Name, Eisenkraut. Er stellte die Tasse zurück in die Spülmaschine.